Ja, ich begrüße euch alle recht herzlich zum heutigen Wochenausblick für die 35. KW. Es ist Montag, der 26. August und ich gehe heute wieder auf die großen US-Märkte, den S&P 500, den Nasdaq sowie dem deutschen FDAX ein. Starten wir zuerst mit dem Risikohinweis. Ihr könnt hier das Video an dieser Stelle kurz pausieren, damit ihr diesen in Ruhe durchlesen könnt. Kommen wir nur noch zu den wichtigsten Terminen dieser Woche. Da haben wir am Dienstag um 8 Uhr das Bruttoinlandsprodukt und um 16 Uhr das Verbrauchervertrauen. Am Mittwoch dann wie üblich um 16.30 Uhr die Rohöllagerbestände und am 29., also am Donnerstag, dann die Veränderung der Arbeitslosigkeit in Deutschland sowie aus den USA das Bruttoinlandsprodukt und die schwebenden Hausverkäufe. Und dann noch am Freitag zum Ende den Verbraucherpreisindex. Und nun kommen wir zum Wochenausblick auf die Märkte und starten wir mit dem S&P 500. Und zwar heute erst einmal mit dem großen Chartbild. Das finde ich immer ganz wichtig, dass man ab und zu immer mal sich anschaut, wie sieht denn der große Trend aus. Wir sehen ja häufig den mittleren oder kleinen Trend. Und wenn wir uns diesen anschauen, ich zeichne den mal in grün, dann kann man es besser sehen, Aufwärtstrend. Hier long, so sehen wir doch, dass dieser große Trend hier vollkommen in Ordnung ist. Aufgrund dieser starken Abwärtsbewegung, die wir im letzten Herbst gesehen haben, ist dieser große Trend auch bis in den Bereich von 2300 Punkte, 2340 in Ordnung. Das heißt, solange diese Marke nicht unterschritten wird, ist das Bild auf dem großen Trend vollkommen in Ordnung und das, obwohl wir jetzt in den letzten Tagen und Wochen doch eher ein uneinheitliches Bild gesehen haben, trotz Handelskrieg zwischen den USA und China, der sowohl sich an den Aktienmärkten bemerkbar macht, als auch eben entsprechend am Devisenmarkt. Wenn wir uns das Ganze aber in der nächst kleineren Zeiteinheit anschauen, also im Tageschart, da sehen wir dann schon, dass der letzte Trend eben nicht mehr aktiv ist. Und das ist auch immer sehr wichtig. Das ist, wenn man sich das dann ein bisschen genauer anschaut mit den Trends, immer sehr spannend. Denn dann haben wir hier diese starke Aufwärtsbewegung, die starke Korrektur gehabt und dann hier nochmal entsprechend der große Trend hier hoch und da drinnen dann wiederum jetzt der kleine Trend. Das ist der, der auch gebrochen wurde und deshalb gab es dann auch die Abwärtsbewegung. Also ihr seht, wir haben hier auf den drei verschiedenen Bildern eben auch drei verschiedene Zeiteinheiten. Und das ist eben jetzt der maßgebliche, auch für mich im Handel immer, weil wir ja viel im Tages- und Stundenchart machen, als wir hier eben durch diese Marke von 2950 nach unten gelaufen sind, ist halt für mich dieser Aufwärtstrend passé. Was mache ich, wenn dieser Aufwärtstrend passé ist? Entweder man stellt sich an die Seitenlinie und wartet, bis wir wieder einen neuen Trend haben. Erste Möglichkeit. Zweite Möglichkeit ist, man stellt auf marktneutrales Handeln um. Das heißt, man nimmt Long- und Short-Trades zu gleichen Teilen ins Depot, wenn das machbar ist, so dass man sich marktneutral positioniert. Am Ende sollte dann ein positiver Erwartungswert herauskommen, weil wenn man natürlich die starken Titel long hat und die schwachen Titel short, sollte es im Regelfall so sein, wenn die Märkte steigen, dass die starken Titel stärker steigen als die schwachen und umgekehrt sollte der Markt fallen, dann sollten die schwachen Titel halt mehr fallen. Und das hat auch in den letzten Monaten immer recht gut funktioniert, wenn wir in solchen Phasen waren. Wir sehen hier auch sehr schön, ich habe heute Nachmittag mit unserem Team 2 Stunden zusammen den Screening-Dienst hier vorbereitet, dass wir hier in einer Seitwärts-Range sind. Das heißt, auf der Oberseite bei 2950, auf der Unterseite hier 2810 beziehungsweise 2270. Also der Trend Long ist gebrochen, da beißt die Maus keinen Faden ab, sowohl dieser Trend als auch dieser hier. Damit ist das Ganze erledigt. Wir haben aber keinen Abwärtstrend. Das heißt, wir sind hier wirklich in einer marktneutralen Situation. Es gibt kein Long und kein Short. Deswegen macht es hier eben Sinn, entweder gar nicht zu handeln oder eben die Long- und Short-Seite versuchen, ähnlich stark aufzusetzen. Wie wird es in den nächsten Tagen und Wochen weitergehen? Solange wir eben nicht wieder nach oben durchstarten, also Richtung 3000 Punkte und höher, werden wir kein Long-Bild bekommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Tiefs testen, ist relativ hoch, weil das
Umfeld einfach sehr, sehr schwach ist. Wir haben das am Freitag gesehen, als die Märkte doch relativ schnell nach unten abverkauft wurden. Auch der VIX-Futures ist am Freitag sehr schnell angesprungen. Also alle Dinge, die darauf hinweisen, dass der Markt nervös ist, das sieht man. Den einen oder anderen hat es vielleicht überrascht, dass wir heute dann doch einen positiven Tag gesehen haben. Aber wir haben halt am Freitag auch sehr viel Abwärtsvolumen gesehen. Das heißt, alle, die aus dem Mastermind-Seminar auch dabei waren, wussten, wir haben hier 90% entsprechendes Downvolumen gehabt. Und das ist halt immer ein Zeichen dafür, dass natürlich auch viele entsprechende Trader hier Positionen auf der Short-Seite aufgemacht haben. Ob das immer richtig oder falsch ist, ist eine Interpretationsgeschichte. Aber man sieht hier einfach, es ist kein klares Marktbild. Und deswegen werde ich auch hier weiter eine marktneutrale Position eingehen. Wie sieht es im Nasdaq-Index aus? Und hier kann ich schon gleich vorwegnehmen, das Bild sieht nicht viel anders aus als im S&P 500. Wir haben auch hier natürlich auf den unterschiedlichen Zeitebenen, und hier gehe ich auch noch mal kurz auf die Woche kurz, nehme hier auch noch mal kurz die Zeichnung raus. Wenn wir hier weit zurückgehen, sehen wir auch, wir haben hier einen starken Aufwärtstrend gehabt. Und dieser starke Aufwärtstrend ist hier halt auch noch in Ordnung. Wir haben hier drei verschiedene Hochs gehabt und wir sehen dann auch hier, dass der letzte Trend der entscheidende ist. Und da ist auch noch im Wochenchart alles in Ordnung. Also auch da sehen wir ganz klar, solange wir nicht unter die 6.900-Punkte-Marke fallen, ist hier im Wochenchart sowohl im mittleren Trend als eben auch im großen Trend alles okay. Beim großen Trend geht es sogar hier runter bis zur 5.900-Punkte-Marke, bevor hier was anbricht. Das ist natürlich sehr, sehr weit weg. Das sind über 1.500 Punkte oder 20%. Das heißt, bevor mal so ein ganz großer Trend wirklich bricht, da muss schon wirklich was an den Märkten passieren. Dieses Zinsgespenst, was natürlich immer hier rumgeistert, da gibt es natürlich Rezessionsängste in den Märkten, ganz klar. Das habe ich auch schon die ganzen Monate immer wieder gehört, sowohl von Kollegen, aber auch in den Zeitungen wird es natürlich immer wieder geschrieben. Und ja, die Gefahr ist tatsächlich da, aber ich glaube es halt immer erst, wenn ich es in den Märkten sehe. Und wenn wir uns den Chart im Tageschart genauer anschauen, dann haben wir ein ähnliches Bild wie das, was wir gerade eben auch im S&P gesehen haben. Dieser kurze Trend, der ist gebrochen, ganz außer Frage. Wenn wir uns das hier anschauen, ist das hier sehr schön zu sehen. Aufwärtstrend läuft hier nach oben weg. So. Und dieser Aufwärtstrend ist hier auch gebrochen worden bei roundabout 7.800 Punkte. Der Markt hat es auch nicht geschafft, diese Marke wieder zurückzuerobern. Ganz außer Frage. Aber es gibt eben auch keinen Abwärtstrend, denn wir haben halt erstmal nur eine Bewegung nach unten. Und für einen Abwärtstrend wäre es halt nötig, dass wir hier durchgehen. Auch das habe ich schon mal thematisiert in den letzten Wochen. Das heißt, auch hier sind wir eher in einer Seitwärtsphase gefangen. Der Markt geht hier weder long noch short. Wir sind hier an der 200-Tage-Linie. Das heißt, ähnlich wie im S&P, solange wir da drüber sind, besteht immer noch die Chance, dass der Markt sich hier stabilisiert. Man sieht auch die stabilisierende Wirkung des 200er EMAs. Sollten wir allerdings das nicht halten und hier durch die Tiefs durchgehen und die Wahrscheinlichkeit ist nicht von der Hand zu weisen, dann werden wir hier wahrscheinlich auch sehr schnell nochmal deutlich tiefere Kurse sehen. Und das ist auch der Grund, warum wir eben entsprechend auch in der Watchlist des Screening-Dienstes entsprechend positioniert sind. Kommen wir zum FDAX und hier ist das Bild eben komplett anders als im amerikanischen Markt. Erster Blick ist schon, wir sind unterm 200er EMA. Dann, wenn wir in den Wochenchart gehen, auch hier zu erkennen, dass das Chartbild eben komplett anders ist. Also wenn wir hier uns mehrere Jahre anschauen, dann sehen wir natürlich, dass ein ganz, 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 ganz großer Trend hier natürlich noch da ist. Das ist dieser hier. So, also da sehen wir schon diesen Trend. Den hat es dann halt am Ende dann doch gegeben. Aber sobald wir ein bisschen in den kleinere Trends hineingehen, da sehen wir einfach, dass dieser Aufwärtstrend eben nicht mehr intakt ist. Und das sehen wir auch. Seit dem Herbst letzten Jahres hat sich hier ein entsprechender Trend nach unten entwickelt. So, und das hängt diesem Markt einfach nach. Wir sind anders als der amerikanische Markt im Frühjahr nicht auf neue Hochs geklettert. Und das ist einfach ein großes Problem gewesen. Dann haben wir hier kurzfristig diesen Trend nach oben gehabt. Das kann man hier ganz gut sehen. Dieser ist aber auch gebrochen worden. Das heißt, der mittlere Trend ist hier auf neutral. Und wenn wir jetzt den Tageschart uns anschauen,
da sehen wir ganz klar, dass wir hier diesen Trend nach unten haben. Denn hier geht es einfach nach unten. Wir haben hier neue Tiefs. Wir haben hier versucht, die Hochs bei 12.850, 12.900 rauszunehmen. Der Markt ist hier am Freitag an diese Marke auch nochmal herangelaufen. Donnerstag, Freitag ging es dann doch hier von der 11.8 runter auf die 10.5. Dann heute Morgen mit einem Gap nach unten eröffnet der Markt, hat das dann zumachen können, hat sich hier auch gut erholen können. Ist auch nicht unüblich nach diesem sehr, sehr schwachen Freitag, den wir gesehen haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch morgen vielleicht noch weiter steigende Kurse sehen werden, ist auch vollkommen normal. Typischer Turnaround Tuesday, habt ihr alle schon gehört. Also von daher, nur dann gehe ich davon aus, dass diese Bewegung auch mit großer Wahrscheinlichkeit erst wieder auslaufen wird und wir dann in den nächsten Tagen wahrscheinlich erst nochmal wieder schwächere Kurse sehen werden. Das heißt also auch hier bleibe ich dabei, im deutschen Markt eher auf der Short-Seite, ansonsten eher marktneutral. Das spiegelt sich natürlich auch bei unseren Kandidaten im Screening-Dienst wieder. Und jetzt ist natürlich spannend, welche Titel haben wir dazu genommen und welche gehen raus. Bevor wir aber dazu kommen, werde ich dann jetzt gleich natürlich noch eure Fragen beantworten. Für alle die, die den Wochenausblick nicht innerhalb des Screening-Dienstes haben, ist damit hier an dieser Stelle dann leider Schluss. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Börsenwoche und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.